Okay, ABK sagen die meisten, ja komm, scheiß drauf, wir machen ABK zuerst. Es kommt erstmal Werbung auf ganz entspannt. Junge, alle haben ABK reingeschrieben. Junge, was ist denn das? Was soll denn das für ein Video? Also ich habe nur gesehen bei ABK, es haben sich einige bei Twitter beschwert, dass das Video von ABK das schlechteste Video war, was sie so gesehen haben. Die Bewertungen, ja, also für ABK-Verhältnisse sind 9000 Dislikes definitiv viel. Hat aber trotzdem mehr positive Resonanz. Er hat ja auch eine krasse Community, das muss man auch sagen. So, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal rein. ABK versus Trymix. Trymix, ich werde jetzt auch ein Meme. Brasilien steht da. Okay, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt. Holy shit. Rein hier. Hohoho. Guten Morgen, YouTube Deutschland. Nach dem letzten Video von mir, wo ich so ein bisschen ein paar Sachen erzählt habe über YouTuber, kamen viele Nachrichten und so. Gar kein Problem, dass ich psychologische Hilfe brauche. Ja, das stimmt. Ich bin wirklich ein kleiner Psychopath. Da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Ich brauche Hilfe. Und ihr könnt gerne auch meine ganzen Kollegen hier abonnieren und auch Sammy auf Twitch folgen. Wäre auch richtig korrekt. Damit würdet ihr mir wirklich helfen. Aber dann hat unser Meme höchstpersönlich geantwortet. So, das Video heißt: Er beleidigt mich als Hasun. Ich habe nicht dich explizit als Hasun beleidigt. Ich habe einen allgemeingeläufigen Satz verwendet, dem sich die deutsche YouTube-Kultur in letzter Zeit häufig bedient. In dem Zusammenhang habe ich das Wort Hasun gebracht. Ich habe nicht in dem Video explizit gesagt: Ey, Trymax, du H-Punkt-Punkt-Punkt. Dieser. Ja, gut, wenn du jetzt die ganze Szene als Hasun bezeichnest, dann impliziert das doch, dass du die ganzen Leute sozusagen als Hurensohn empfindest, oder? Also versteh dich jetzt nicht falsch, aber wenn er jetzt sagt, ja, diese Szene ist so heuchlerisch, das sind solche Hurensöhne oder so, also solche Haarsohns, Haarsöhne, keine Ahnung, dann impliziert das doch, dass er auch einzeln einen Trymix mit anspricht. Also den Punkt fühle ich jetzt auch nicht ganz so, muss ich jetzt ehrlich sagen. Satz, ha, ich bin voll lost. Ist das ein Satz, der Trymax gehört? Das ist ein Satz, der der deutschen Sprache gehört und dem sich viele andere YouTuber auf dieser Plattform bedienen. Ob ich jetzt damit Trymax meinte oder nicht, das sagt ihr. Und er schreibt in den Titel, ABK beleidigt mich als Hurensohn. Das ist ja schon ein krasser Vorwurf. Ist meine Lostness nur gestellt? Ja, definitiv gestellte Lostness. Ich werde euch gleich zeigen, woran ihr erkennt, dass seine Lostness gestellt ist. ABK hat gerade eine turbulente Phase. Ich weiß nicht, was da los ist. Reagiert seit letzter Zeit sehr merkwürdig auf Kritik. Wenn ich in meiner Familie schon von Scheidungen, Tode, Morde, alles am lebendigen Leib miterlebt habe. Vielleicht hat das die schwere Phase ausgelöst, was er gerade gesagt hat. Aufpassen, Trimax, an dieser Stelle. Wirklich aufpassen. Du hast Wirtschaftspsychologie studiert. Ich habe aber Straßenpsychologie studiert. Versuche jetzt nicht nach dem Motto, meine traumatischen Erlebnisse so dahin zu legen, nach dem Motto, ja, deswegen geht es ihm gerade scheiße auf YouTube und dann. Hä? Also das Ding ist halt, er hat Trimax Psychologie studiert. Ich dachte, er hat schon Wirtschaftszeug, aber doch nicht Psychologie. Was, Psychologie? Hat Trimax Psychologie studiert? Nee, ne? Also ich dachte mir sicher zu sein, ich hatte mal für ein Video recherchiert, dachte ich mir sicher zu sein, dass er keine Psychologie studiert hat. Irgendwas mit Wirtschaftswesen war es schon, aber ich glaube keine Psychologie, was das angeht. Zumindest ist mir der Begriff gerade. Wirtschaftstechnologie, ja, das ist was anderes als Psychologie auf jeden Fall. Ja, das Ding ist, ich weiß, was bei ABK so vorgefallen ist. Also ich weiß jetzt nicht, ob das alles war, aber wir hatten schon miteinander gesprochen, deswegen kann ich einige Dinge vielleicht verstehen und einiges ist halt auch wirklich krass. Und trotzdem, mir gefällt irgendwie der aggressive Unterton bei seinen Videos derzeit echt nicht so sehr. Ich hatte das damals so gefühlt bei LeChanko oder so, die hat er ja ganz gut hochgenommen, das war halt echt nice. Das war halt auch so auf Lachkick und so gemacht, aber mittlerweile ist das so. Einfach nur noch so die Negativität und das macht dann auch nicht so viel Spaß. Mir fehlt dann einfach auch der Witz in solchen Videos. Hast du so nach dem Motto einen Grund, mich nicht ernst zu nehmen, nach dem Motto, mich so darzustellen, als wäre das gerade so in einer psychotischen Phase, was ich hier erzähle? Nein. Also hört auf, damit zu argumentieren, nach dem Motto, oh, denen geht's privat gerade scheiße und deswegen redet er gerade vor der Kamera so und so. Wenn es mir privat scheiße geht, dann rede ich vor der Kamera gar nicht. Fängt schon mal wieder weird an. Schmeiß alle YouTuber in einen Topf. Die sind alle so dermaßen, dermaßen, dermaßen unterschiedlich. Boah. In welche Richtung geht das noch? Wenn es um euer Business geht, wenn es um euer YouTube geht, seid ihr alle gleich. Da kann ich euch ruhig alle in einen Topf werfen und sogar kochen. Sogar noch Salz reinmachen. So, schmeckt gut, diese YouTuber-Suppe. Hört auf, mich zu flexen. Wunder das. Also, ich weiß nicht, was da los ist. Ich versteh's aber ehrlich gesagt auch nicht. Ja, Kiki, grüß dich. Ich versteh's gerade ehrlich gesagt auch nicht, weil du kannst nicht diese ganze Szene pauschalisieren und dann sagen, die sind alle gleich. Ja, das sind alles.
Haarsöhne und so weiter. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin auch gerade ein bisschen enttäuscht von dem Video. Also es geht gerade mal 2 Minuten. Ich finde es einfach, mir fehlt dieser Witz mittlerweile in seinen Videos. Ey, ohne Scheiße, ich habe den eine Zeit lang, das wisst ihr ja auch, habe ich wirklich jedes Video angeguckt und habe es übel gefeiert und gefühlt. Habe dann auch meine Videos, teilweise habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen, so vom Humor her. Aber jetzt gerade eben, so die letzten 2, 3 Videos, ey, das tut echt weh, ohne Scheiß, weil das echt sehr in die negative Richtung gegangen ist. Da kriegt er eine Kritik, anstatt einfach zu sagen, jo, macht man nicht, ist nicht mehr zeitgemäß, gehört sich nicht, dann auf Monte. Also ich denke halt wirklich, wenn er so weitermacht, fährt er seinen Kanal ungewollt gegen die Wand. Und das Problem ist, er ist jetzt gerade auf so einer, habe ich so das Gefühl, er ist jetzt gerade auf so einer Fahrt, den kann halt keiner mehr dort runternehmen von dieser Spur, wo der gerade lang fährt, so. Obwohl der gerade eben komplett in die falsche Richtung abdriftet. Keine Ahnung, Mann. Ich find's wirklich ein bisschen schade. Zu schießen auf Montes Persönlichkeit. Ich weiß doch, warum mir ein Monte geschrieben hat. Der Monte selber hat mir geschrieben, weil KuchenTV damals meine Story gerepostet hat. Wo ja, genau. Das mit der Pizza bei MickyTV, unfassbar obvious gewesen. Ja, unfassbar obvious gewesen. Der hält eine Pizza oder so eine Schachtel von der Pizza, macht unten auf, natürlich fällt die Pizza runter. Kannst halt keiner erzählen. Whisky, grüß dich, Bruder. Oder auch Rezo. Ja, nee, Chewing. War es Rezo? Oder, nee, ich glaube, ja, es war Rezo mit Chewing Bam. Rezo hat einen Kuchen in der Hand. Also so eine Schachtel von einem Kuchen. Und dann hält er das so in die Kamera natürlich. Also nochmal extra mehr angeschoben, sage ich mal. Und natürlich fällt dann der Kuchen runter. Es ist so obvious, dass sie sich halt in diese Clips mit reinschleichen wollen, ja, aber mit den offensichtlichsten Methoden, weil die ja schon einiges an Reichweite haben. Es ist schade. Wo er meine Story kritisiert hat, dann ist mir doch klar, mit was für einer Haltung der Monte auf meine Story aufmerksam geworden ist. Jetzt auch an die Leute, die mir sagen, ja, aber eigentlich ist das korrekt von Monte, dass der das privat gesagt hat. Ist korrekt von dem, ja, aber ich und Monte, wir sind ja keine Freunde. Das ist ja jetzt nicht so, wie wenn das jetzt ein Gerald zum Beispiel zu mir privat gesagt hätte oder ein Miguel Pablo oder ein Hisham oder so. Das sind dann Leute, wo ich dann weiß, okay, ey, mit denen habe ich ein ganz anderes Verhältnis, da höre ich dann zu. Aber ich weiß ja, warum ein Monte mir geschrieben hat. Damit für den Fall, wenn ich irgendwann mal einen Shitstorm bekomme wegen irgendeinem Wort oder so, damit er dann in seinem Stream sitzen kann auf ganz chillig und dann macht er den hier mit seiner Kippe. Ja, Leute, also, ich hab dem ABK auch damals, ne, erstmal schon die Kippe aschen, ne, privat gesagt, dass das auch ein dickes Eigentor ist, wenn er solche Worte verwendet, weil ich finde, das muss man eigentlich öffentlich machen, das kann man erstmal der Person im Privaten sagen, weil ich finde, ABK ist auch ein ganz cooler und korrekter, ne, ich bin ja mit ihm so, damit die Leute sagen, boah, Monte, richtiger Ehrenmann, guck mal, der sagt wenigstens das vorher schon dem ABK privat, so warnt den vor nach dem Motto hier, boah, ihr. Hä? Junge, was ist das denn? Also, unterstellt er jetzt Monte, dass Monte das nur gemacht hat zur Absicherung, um sich dann als Ehrenmann zu verkaufen oder wie? Nee, also das ist wirklich, keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, jetzt die umgekehrte Psychologie rauszuhauen. Ich weiß nicht, Monte ist generell einer. Wenn er es halt gut meint, dann schreibt er einem halt. So, und ich glaube, der hat es einfach nur gut gemeint. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Monte das nicht gut gemeint hat, sondern bloß zur Absicherung, um sich dann später als Ehrenmann darzustellen. Dann nur geschrieben, damit er sich absichert auf einer Ebene. Ich bin Marokkaner, sag mir. Und der einerseits vor seiner Community so als der Korrekte dasteht und auch bei meiner Community dann als jemand dasteht, wo man sagt, ey, korrekt, da hat wenigstens ABK privat geschrieben und direkt ein Video über ABK gemacht. So, ich kenn doch diese Filme. Hört auf, Wallah, ich muss lachen. Es gibt einige Sachen, die sagt man nicht mehr. Also, ja, stimmt, und man liegt keinen Chat eigentlich. Man liegt keinen Chat. Warte mal, bei dieser Hydro-Hype-Sache, wo dieser Marvin YouTuber-Influencer hochgenommen hat, da war das okay, dass Chats, E-Mails und sonst was geleakt werden. Alles klar. Da war das gut, Aber bei mir, wenn ich zeige, wie Mont auf meine Story reagiert hat, auf meine öffentliche Story, dann, oh mein Gott, man liebt keine Chats. Er will nur auf Klicks gehen? Glaube ich nicht, dass er mit dem Video nur auf Klicks geben. So würde ich ihn nicht einschätzen. Ja, das ist wenigstens korrekt von dem, oder? Das gefällt mir den YouTuber, das haben die wenigstens richtig eingesehen. Ich scheiße auf die Klicks, ich scheiße auf die Likes und ich scheiße auf euch. So, Dankeschön an dieser Stelle, Trimix. Dafür auf jeden Fall, ich küsse deine Geheimratsecke. Weil ich eine Flagge falsch betitelt habe, bin ich übelst verheuchelt. Eine linke Ratte und dann einen Hurensohn aus dem Nichts. Das meine ich. Das hätte er vor 2, 3 Jahren nicht gemacht. Ja, vor 2, 3 Jahren hätte ich auf YouTube sowas nicht gemacht, weil vor 2, 3 Jahren gab es die Show noch gar nicht auf YouTube.
schwieriges Thema und ist erst schuldig, wenn man das halt nachweisen kann, dass jemand schuldig ist. Aber das ist ja oft nicht nachzuweisen. Wie will man es dann beweisen? Also ein ganz, ganz schwieriges Thema. Okay, dann ganz einfach. Dann nehme ich mal morgen zwei Mädels, die ich kenne, setze die vor eine Kamera und sage, die sollen jetzt vor der Kamera behaupten, dass du Trimax die sexuell belästigt hättest. Und wenn dann die Beweislage nicht stimmt, werden wir einfach sagen, ja Leute, man kann es ja halt nicht beweisen, dass der Trimax die sexuell belästigt hat, aber er hat sie halt sexuell belästigt. Das wäre dann für dich also okay. Nein, es ist für dich okay, wenn es irgendwelche anderen Leute sind. Aber sobald es dich selber betrifft, tickst du da ganz anders. Hör auf, du Wirtschaftspsychologe. Jeder, der mich auch nur ein bisschen kennt, würde niemals denken, dass das geschauspielert ist. Niemals. Okay, Trimax, deine Clips sind ja nicht gestellt. Du bist rein zufällig ein laufendes Meme. Achtet jetzt mal bitte auf diese Szene. Um ein Zeichen zu setzen, dass mich als Teil der LGBTQ Rüdi zu zeigen. Was ist das? LGBTIQ. Und sag mir danach. Also bin ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ihr könnt gerne eure Meinung dazu reinschreiben. Ich finde aber auch, dass Trimax mit Absicht halt ein Meme sein möchte, unbedingt. Und das jetzt schon. Also komischerweise ist ausgerechnet Trimax ständig in jedem Stream mindestens 3, 4, 5 Mal komplett lost, zufälligerweise. Im Gegensatz zu anderen Streamern, die nie lost sind. Bitte noch. Ja, also das muss ich auch sagen, finde ich schade. Nochmal, dass da seine ganzen Memes nicht faked. Was ist das? Ist das ein Schuh? Ich werde mir jetzt Süßigkeiten holen von dir. Ja, mach das. Okay. Ich gebe mir ein paar mit, diese, was ist das? Katjes. Vegetarische Katjes, ne? Wie heißt das? Was habe ich gesagt? Was hast du gerade gesagt? Katjes. Wie das so tut, cool. Ja, also vegetarisch, ja. Es ist halt wirklich. Nee, aber das Ding ist wirklich, auch wenn ihr jetzt sagt, das macht er mit Absicht und so, aber ich finde, das nimmt auch irgendwo die Authentizität von einem YouTuber-Streamer. Wenn du weißt, der spielt dir nur was vor, um dich zu unterhalten. Und nicht einfach so ist, wie er ist, wisst ihr, wie ich meine? So, es ist doch viel schöner, wenn man weiß, der spielt gerade keine Rolle, sondern der ist einfach so, wie er ist. Und das finde ich schade einfach. Weil sowas ist auf jeden Fall mit Absicht gemacht. So, deswegen, ich kann das auch nicht ernst nehmen. Das mit Rezo und Trim Bam, was da war, genau das Gleiche. Es ist einfach nicht ernst zu nehmen. So, und dann, keine Ahnung, das nimmt halt sämtliche Seriosität von einem Streamer. Und das finde ich echt schade. Ja, er ist nicht durchgehend lost. Ja, das ist ja auch das Gute. Ich muss euch ehrlich sagen, ich finde Trimax einen sehr, sehr sympathischen Typ. Also wirklich, ich finde, das ist ein richtig sympathischer Typ. Ich habe bisher auch nie was Negatives zu ihm sagen können. Na, also ich glaube, jeder, der das Video gesehen hat, der Aufstieg von Trimax, der kennt auch meine Meinung zu Trimax. Ja. Und Trimax ist ein unfassbar positiver und sympathischer YouTuber, Streamer, dem ich auch gar nichts Böses jetzt hier irgendwie unterstellen möchte. Ich finde nur manche Sachen einfach, also für mich persönlich finde ich es einfach nicht so nice. Vegetarier. Halt, warum wurde der, wusste das nicht? Junge. William, das sieht selber aus, wie einer, der nur Petersilie und Brokkoli isst, Bruder. Dann will der mir sagen, der weiß nicht. Wunderbar, wenn das nicht gespielt ist, bin ich ein Hurensohn. Heike, komm mal. Best of Trimax Memes. Julian, moin. Okay. Seit wann kriegst du solche Brillen? Du machst mich geil, Alter. Ich glaube wirklich, so wenn ich dich auf der Straße sehen würde, ich würde einfach auf deine Brille spritzen. Secretary Bitch, Alter. Hurricane. Hat er sich so genannt? Ja, aber viele nennen sich ja so, wie zum Beispiel. Wie heißt Messi in echt oder Cristiano Ronaldo? Sind das deren echten Namen? Ronaldinho ist aber nicht sein echter Name. Richtig, Junge. Als würde der nicht wissen, dass Messi und Cristiano Ronaldo so heißen. Der spielt FIFA, Junge. Hat da 70.000 Euro reingesteckt und kennt nicht die echten Namen. Hör auf, mich zu verarschen jetzt. Wobei ich den Punkt, ich würde sagen, den Punkt finde ich jetzt noch nicht mal so schlimm bei Trimax, weil es gibt ja wirklich Fußballer, die nennen sich einfach anders, ja. Also Ronaldinho heißt ja nicht Ronaldinho, ja. Keine Ahnung, der hieß, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt, auch irgendwas mit Ronaldo Junior oder irgend sowas ähnliches. Und weil der halt, ich habe mal ein Video angeguckt und da haben die das erklärt, warum der sich Ronaldinho genannt hat, weil der dann früher als Kind, dieses Inyo ist so die Verniedlichungsform und dann haben die den Ronaldinho genannt. Ich weiß gar nicht, ob der Ronaldinho heißt. Ronaldo heißt. Ronaldo de Assis Moreira. Das ist der Ronaldo, ja. Und die haben den Ronaldinho genannt, einfach weil das die Verniedlichungsform ist. Einfach Simon Desi ist Ronaldo. Nachdem der Leute Amazon abgezogen hat, sind Simon Desi mit dem Programm. Das haben die nicht kritisiert. Ich will keine Nuss mehr. Okay, aber wenn du dir eine ausruhen möchtest, welche würdest du nehmen? Würde ich wahrscheinlich die Pekanuss nehmen. Welche ist das? Die hier, ne? Ist eine Haselnuss. Ey, Benini. Willst du mein Handy oder die Brille? Dein Handy. Ey, Benini, don't you be a mean. Also, ich kann nicht schwimmen. Ja? Wegen meines Bruchs. Und deswegen chill ich hier im Nichtschwimmer. Ja?
Und das mache ich jetzt schon seit einer Stunde. Ich kann nicht ins tiefe Wasser gehen, weil ich kann noch nicht schwimmen. Oh, er kann nicht schwimmen, sein Arm ist kaputt, sein Herr, wir haben verstanden, du! Oh, fick dich, Alter! Bruder, was gucken wir uns für eine Scheiße an, oder? Jetzt auch aus, was nach Berlin wird. Ja, weißt du, Peike, Bruder, das guckst du eh keiner an. Geh mal weg, Dame, du kannst dir machen, was geh, bitte, geh. Ey, fick dich mit deiner Brille, Alter. Ich schwöre es dir, sein Schlüsselbein ist nicht gebrochen. Hat der in der Autopsie gezeigt, oder nennt man das Autopsie, oder erst, wenn er tot ist, Alter? Vertrau mir, sein Schlüsselbein ist nicht gebrochen. Das hat er extra gemacht, um ein Meme zu werden. Er dachte sich, boah, Sommerzeit ist langweilig, weniger los. Wie kann ich aber trotzdem auf mich aufmerksam machen? Ach, ich sag einfach, mein Schlüsselbein ist gebrochen. Wo soll er sich das gebrochen haben? Bei Clash of Clans auf... Okay, seine Reaktion und so. Ey, ich weiß nicht, was ich dazu... Also, ich weiß nicht, ob das ironisch gemeint ist. Sollte das ironisch gemeint sein, dann ist es echt nicht gut rübergebracht. Soll es nicht ironisch gemeint sein, dann habe ich dafür absolut kein Verständnis. Also ich meine, es ist ja obvious gewesen, dass beziehungsweise man hat es ja auch direkt gesehen, dass sich Trimax bei diesem Fußball-Event, was er ausgetragen hat, das Schlüsselbein gebrochen hat. Wow. Alter, das ist wirklich traurig, Mann. Ich finde es auch nicht, ich muss ehrlich sagen, ich finde das echt nicht lustig, weil das ist so eine Art, über jemanden zu lachen, jemanden auszulachen von so oben herab. Oder was heißt von so oben herab, so auf asoziale Art und Weise, so. Das hat so kein Niveau, wisst ihr, ich meine so, ich mag das lieber, wenn so ein bisschen Niveau wenigstens vorhanden ist. So seine Memes sind ja immer echt, ne? Jetzt zeige ich euch mal was. Es gibt einen Kanal, der nennt sich Sata Hugo. Da ist mir eine Sache aufgefallen, du siehst immer die gleichen Leute auf diesem Kanal. Aber da guckt sich auf jeden Fall die Videos an. Nein. Und du siehst auch zufälligerweise immer, dass dieser Kanal immer Memes macht aus den Videos oder den Stream-Highlights, die zuletzt von diesen YouTubern hochgeladen wurden. Damit Leute, so kleine Kinder, sich diesen Meme-Kanal angucken, gucken die irgendeine Szene, wo Trimax was gesagt hat und dann sagen, ja, oh mein Gott, war der Trimax wirklich so lost? Und dann gehen die auf den Kanal rüber und dann gucken die sich nochmal den Vlog an und sagen, oh, der war ja wirklich so lost. Weil, guck mal, komischerweise, Leute, man merkt bei diesen Kanälen, Sata Hugo, Hungriger Hugo, da werden ja wirklich mal nur die gleichen Leute gezeigt. Bei diese Gut-Memes zum Beispiel, da ist das ja nicht der Fall. Da werden Memes aus dem Alltag gemacht, von allen möglichen Situationen. Da denke ich mir nicht so, okay, das ist irgendwie abgesprochen mit, mach mal bitte extra Memes aus dem und dem Video. Die machen einfach Memes aus allem, was sie im Internet sehen. Bei den Kanälen wie Hungriger Hugo und Sata Hugo wirkt das meiner Meinung nach so, als wäre das irgendwie abgesprochen. Generell dieses Phänomen Memes, wisst ihr ja, Leute, das ist ein internationales Phänomen. Memes laufen immer. Und dann haben diese YouTuber so rein businesstechnisch das wahrscheinlich so gemacht. Die haben da irgendjemanden, der schneidet immer aus ihren Vlogs Memes raus und das laden die auf einem Meme-Kanal hoch. Ihr kennt das ja bei YouTubern. Die haben einen Hauptkanal, die haben einen Stream-Highlight-Kanal und diese YouTuber haben anscheinend noch einen quasi einen Meme-Kanal, wo die bewusst in ihren Videos dann darauf achten, in ihren Vlogs, irgendwelche Stellen zu haben, wo Meme-Potenzial ist, damit eben der andere Kanal, dieser Sata Hugo-Kanal, daraus Memes machen kann und die sich nochmal so hochpushen. Okay, alles schön und gut, ist ja kein Problem, ist eine Marketing-Strategie, die da fahren. Du merkst auch, dass diese Meme-Kanäle dann mal voll die Klicks machen und so, weil natürlich alle anderen YouTuber darauf reagieren, nur weil die sehen, dass da Klickzahlen sind. Kann auch sein, dass die Klicks irgendwie künstlich aufgepusht werden. Gibt auch noch einige YouTuber im deutschsprachigen Raum, von denen ich glaube, dass die Klicks kaufen. So, da erscheint mir das richtig merkwürdig. Gucken wir jetzt einfach mal zum Beispiel den Kanal von Unsympathisch TV an. Immer die gleiche Klickzahl hier, 1,3. Also das, keine Ahnung, Mann. Also das Ding ist, ich habe ja auch unter anderem Kontakt schon seit 2-3 Jahren mit Kein Konzept. Der hatte Kein Konzept noch 20 Abonnenten oder so. Also ja, ich muss euch ehrlich sagen, er hatte angefangen und er hat auch weitergemacht, ohne dass er jetzt das Ganze abgesprochen hat mit anderen YouTubern. Jetzt bin ich gespannt, ob ABK beweisen kann, dass es wirklich so ist, dass die sich absprechen und am besten noch Geld bezahlen dafür. Ich muss Real Talk sagen, das ist gerade eine sehr, sehr komische Theorie, die er da aufstellt. Also natürlich, die profitieren alle gegenseitig davon, das möchte ich hier gar nicht abstreiten, das ist auch einfach so, das ist ganz klar. Aber dass sie sich jetzt so absprechen, ja, mach mal bitte bei diesem Stream eine komische Fresse, damit ich da einen Clip machen kann, das ist schon sehr weit hergeholt, denke ich jetzt mal. Keine Ahnung, es ist halt jetzt irgendwas in den Raum geworfen, ohne das jetzt wirklich ausführlich zu begründen, beziehungsweise ohne einen Beweis zu liefern. Okay, 1,3, der lädt Video hoch, aber der macht nach ein paar Stunden mehr Klicks als Justin Bieber oder Drake oder Tiger, Bruder. Dann immer noch mit dem gleichen Format. Und jetzt guck mal hier zum Beispiel, Leute. Man sieht, dieses Video hat 213.000 Klicks, 14.000 Likes, aber nur 98 Kommentare. Oder das Video hier, 99
25.000 Klicks, 86 Kommentare. Okay, mag sein, dass vielleicht einige Kommentare gelöscht wurden oder das YouTube-Filtersystem die als Spam gekennzeichnet hat und die deswegen auch nicht angezeigt werden. Aber Bruder, bei 200.000 Klicks machst du 98 Kommentare. Bruder, sogar Bekels Katze hat mehr Kommentare. Alles nur reine Spekulation. Also, dazu weiß ich nichts. Dazu habe ich auch null Ahnung. Also, wenn es wirklich so ist, ist das Real Talk komisch. Weil die Klickzahlen, die, als ob die so wenig Kommentare, warte ganz kurz, das muss ich jetzt mal gucken, haben die wirklich so wenig Kommentare? 126? Es ist wirklich, also jetzt mal no joke, es ist wirklich geisteskrank wenig. Also bei Sascha ist es schon so, der macht ja schon seit Jahren diese Klickzahlen, das ist wirklich unfassbar. Also diese Klickzahlen bei Sascha ist wirklich heftig. Da würde ich auch absolut nicht abstreiten, dass es real ist. Nee, das ist, ja, also ihr wisst schon, was ich meine, ja, das ist real ist das Ganze. Aber die geringe Kommentarzahl ist halt wirklich extrem, extrem komisch. Dass die hier wirklich Klicks kaufen, ich kann aber auch nicht beweisen, dass die hier keine Klicks kaufen. Es ist alles nur eine reine Spekulation und laut der Aussage von Trimax eben reicht das ja auch, weil man ja eben nie beweisen kann, ob etwas stimmt oder nicht, egal wie das Urteil ausfällt. Und ist erst schuldig, wenn man das halt nachweisen kann, dass jemand schuldig ist. Aber das ist ja oft nicht nachzuweisen. Jetzt denken sich bestimmt manche von euch, warum sollten sich YouTuber überhaupt Klicks kaufen? Oder generell so große YouTuber? Ganz einfach, wenn ihr Placements macht zum Beispiel, dann gibt es zwei Möglichkeiten auf YouTube. Entweder ihr sagt den Leuten von den Firmen, die mit euch Placement machen, dass ihr per Fixum bezahlt werden wollt. Das mache ich immer. Die sagen euch eine Summe, so und so viel Euro kriegst du, macht die Werbung und fertig. Die zweite Möglichkeit, das heißt, wenn ihr per CPM bezahlt werden möchtet. Per CPM bezahlt werden heißt dann einfach, diese Firma sagt zu euch, okay, ihr bekommt pro 1000 Klicks für das Video, wo unsere Werbung drin ist, sag ich mal 50 Euro. Dann machen das viele YouTuber so, dann laden die ein Video hoch und dann sag ich mal, der YouTuber, der macht so Klicks, wie jetzt ich zum Beispiel. Sagen wir mal so, wenn ich nach einem Tag so 500.000 Klicks machen würde, es würde jetzt nicht viele Leute wundern. Ihr würdet so denken, kann sein, haut vielleicht sogar hin. Dann haben diese YouTuber irgendwelche Manager und dann machen die einfach den hier, dann kaufen die dem YouTuber nochmal mehr Klicks und dadurch, dass die dem ja die Klicks gekauft haben, geht ja der Marktwert höher. Also der YouTuber kriegt dann mehr Geld für das Placement. Das heißt, das Geld, was der Manager für dieses Video ausgegeben hat, für diese Klicks, die er gekauft hat, kriegt er ja durch das Placement wieder rein. Das heißt, er hat quasi nichts ausgegeben, er kommt sogar noch mit Plus daraus. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum sich manche YouTuber Klicks kaufen. Ja, aber du musst überlegen. Also will der jetzt praktisch, also jetzt denkt er praktisch, dass unsympathisch TVs zweiter Kanal mehr anzeigen, was nicht mal sein eigener Kanal ist, dass der sich jetzt Klicks kauft oder auch, dass unsympathisch TV sich Klicks kauft, um auf 1,3 Millionen Aufrufe zu kommen oder so, oder über 1 Million Aufrufe zu kommen. Damit er halt mehr Geld mit Placements macht. Also keine Ahnung, welchen Film gerade ABK gewesen ist, aber das war gerade echt, ziemlich komisch, ja. Und ja, schon sehr, sehr komisch. Also das Ding ist, ich frage mich jetzt, wie ABK darauf reagieren würde, wenn ich jetzt sagen würde, ey, ABK, du hast immer 400.000 Aufrufe gehabt, ja, eine Zeit lang, immer 400.000, 500.000 Aufrufe gehabt. Ich denke, du kaufst Klicks, um bei Placements besser anzukommen. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde. Ich glaube, ich würde sagen, dass man dann ein Hasenhund ist oder so. Ganz schwieriges Thema. Ich denke einfach, dass viele Leute unsympathisch TV anschauen, weil diese Videos erstens mit voller Meme oder sagen wir so voller Memes sind, weil es unsympathisch TV ist und weil auch viele Leute darauf reagieren so und weil die Videos kurz sind. Und deswegen guckt man sich das so kurz zur Unterhaltung einfach an. Jedes Video hat 1 Million Klicks. Ich suche dir gleich Songs von Lil Wayne oder Drake raus, die schaffen nicht mal die Million. Aber das heißt, die Menschen gehen extra nur für unsympathisch auf YouTube, um seine Videos zu gucken. Bruder, vielleicht macht der unsympathisch TV wirklich nach 5 Stunden so 400.000 Klicks. Nach 3 Stunden hat der 500.000 Klicks. Zeig mir diese 500.000 Hurensöhne, die zu Hause sitzen und sich Videos angucken bei 40 Grad. Bruder, dein Laptop explodiert auf dein Handy auf. Nee, gar nichts. Ganzen Memes auf YouTube Deutschland fake, Bruder. Ey, das ist, ihr habt da nicht zu viel versprochen. Ich finde das Video relativ unsympathisch. Jetzt nicht wegen unsympathisch TV, sondern einfach, weil es unsympathisch wirkt. Also, wirklich, ich bin jetzt gerade echt negativ überrascht, muss ich euch wirklich sagen. Ich hab Schmerzen. Ich hab wirklich richtige Fragen. Jetzt ohne Witz, das tut mir wirklich mein Kopf weh. Ich hab gar keinen Bock auf nichts zu machen, wirklich, Alter. Dieses Leben, einfach nur sterben. Ey, nee, ich muss wirklich sagen, ich bin gerade ein bisschen enttäuscht, so. Weil ich von ABK bin ich, was heißt Professionalität? Ich bin einfach mehr Sinnvolles gewohnt bei ABK. Das war wirklich Real Talk ein schlechtes Video. Einfach ein schlechtes Hallo, Video. Hallo, da bin ich.